Ja, liebe Freunde, damit moin moin, Servus, Grüß Gott, grüßt euch einfach nur Hallihallo, Hallöchen von meinem Video auf meinem Kanal. Heute mal für meine Verhältnisse ein bisschen was anderes. Ich mache das jetzt so zum ersten Mal. Wir reacten auf den neuen Dragon Ball Super Hero Movie Trailer. Und ich habe schon gehört, in was für eine Richtung es gehen wird. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem, ne? Wir haben ja schon mal ein kleines Panel gesehen. Und ja, ich bin wirklich gespannt vor dem, was kommt. Und ich habe auch ein bisschen Angst auch. Aber ich würde sagen, ja, wir schauen mal rein. Okay. Also es sieht ja je Das sieht jetzt schon nach allem aus. Nur nicht nach Dragon Ball Super. Oder nur nicht nach Dragon Ball. Ey, Bruder. Was ist das denn? Moment. Ich hab da was gesehen. Red Ribbon. Okay. Okay, wisst ihr, wo der vorkommen könnte, dieser Typ? Vom Aussehen her könnte der für mich bei den Unglaublichen vorkommen oder so. Ich weiß nicht. Es sieht jetzt schon nach einem CGI-Festival aus und ich habe noch keine einzige Kampfszene gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Oh, Partner, jetzt schon größer wie Goten. Ja, es ist ein CGI-Festival. Ich habe das schon vermutet. Ich habe das schon vermutet und Leute, ich find's nicht. Ich find's nicht. Es haut mich nicht um, ne? Haut mich nicht um. Mir macht da eine Sache gerade ganz besonders Angst, ne? Ich meine, Pan ist hier schon so groß wie Goten und Trunks. Ich meine, hat er schon gehört, er spielt 10 Jahre nach Buu. Also wir befinden uns dann wirklich kurz vorm Ende von Z und so weiter. Aber mir macht das gerade Angst, dass dieser ganze Film wirklich im CGI stattfinden soll. Das würde ich. Ich weiß nicht, jeder Anime, jeder Zeichentrick, einfach alles, ne? Einfach alles geht diese komische Route. Und ich weiß, man soll mit der Zeit gehen und so weiter. Und die Passagen im Dragon Ball Broly Film, die mit dem CGI gemacht worden sind. Die waren okay, die waren teilweise auch richtig geil, die sind gut eingesetzt worden, aber ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Film brauche, der in die Richtung geht. Und ich weiß nicht, warum es diesen Trend gibt, der in diese Richtung geht. Es ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe schon meine Meinung zu dem Film, was die Story betrifft. Also ich habe ein kleines bisschen bin ich gespoilert worden, ne? Ich meine, ihr seht es auch hier schon, was hier steht. Aber hier sieht man ja nämlich schon die Stelle, ne? Also Broly wird in dem Film vorkommen. Und es sieht tatsächlich aus wie Whis Planet und es sieht so aus, als ob Goku und Broly da trainieren. Und ich habe irgendwie so das folgende Szenario im Kopf. Was ist, wenn der Film einfach mal kein krasser Goku-Film wird? Was ist, wenn Broly, Goku, vielleicht auch mit Vegeta dort sein, ich weiß es noch nicht, dort wirklich trainieren, so ihre Dinge machen und auf der Erde passiert halt irgendeine Scheiße mit der Red Ribbon Armee, mit diesen komischen Typen da, was weiß ich. Die hypen mich auch erstmal null, muss ich sagen. Und ja. Keine Ahnung, Pan und Piccolo müssen als Duo, also ich sage jetzt mal Enkelin und Onkel oder Opa oder wie auch immer, sucht euch raus, wie ihr die Verbindung von Pan und Piccolo mal darstellen wollt. Also natürlich in Anführungszeichen. Ja, kämpfen halt gegen die Bedrohung. Ich habe dann den Eindruck, die wollen Pan glänzen lassen. Und ja, Goten, Trunks, Gohan, wer weiß, wo die sich alle befinden. Ich weiß es nicht. Also. Ich habe das Gefühl, Goku und Co. werden nicht auf der Erde sein und deswegen können mal Piccolo und andere scheinen. Dass Piccolo mal scheinbar eine wichtige Rolle spielt, fühle ich sehr, feiere ich sehr. Aber ja, ob dieses CGI-Festival uns wirklich überzeugen wird, ich weiß ja nicht. Ich habe auch die Stelle gesehen im Vorstellungsvideo, wo sie sagen, das wird der beste Film, der beste Anime-Film aller Zeiten. Und es wird nicht mal der beste Dragon Ball Film aller Zeiten. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie die Broly toppen wollen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, denn erinnern wir uns zurück.
Der erste Dragon Ball Broly Trailer oder die ersten zwei sind auch richtig gehatet worden. Und was das für ein Film geworden ist, wissen wir alle. Deswegen, ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung, würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und wenn ihr mehr sowas sehen wollt, so kurze Reactions, wo ich drüber rede und meine Meinung dazu sagt, sagt mir das mal, würde mich auch interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ADS war wunderschön. Ciao!